Götter scheinen ihren Blick von uns abgewendet zu haben und jeder muss sein Bestes tun, um uns wieder in ihr gutes Licht zu rücken. Denn ohne ihre Hilfe sind wir alle verdammt und verloren. Die Götter sind immer noch mit uns. Das ist jetzt unsere Aufgabe, ihnen zu zeigen, dass wir entschlossen sind und dass wir ihre Aufgaben, ihre Feinde besiegen können. Meine Herren, meine Damen, der Feind verfügt über eine Superwaffe. Eine Waffe, die keinesgleichen kennt. Die gesamte Schlacht, bevor diese Waffe aufgetaucht ist, war wahrscheinlich nur eine Ablenkung, eine Farce. Der Feind hat uns mit einer großen Anzahl von Untoten angegriffen, fast überrannt, bis schließlich der schwarze Drache aufgetaucht ist und mitten in Werheim gelandet ist und in einem Duell Ema die Reichsregentin besiegt hat und gefressen hat. Daraufhin sind wir ausgeritten, einem Keil des Lichts, um den Feind zu besiegen. Und die dunkle Wolke, die den Feind gestärkt hat, zu vernichten, verbannen. Das ganze Ding ein Dämon, doch ich bin sicher, die Magister Iserun wird euch gleich mehr darüber erzählen können. Es ist uns gelungen, diese Wolke zu bannen, den Kessel, an den es gebunden ist, zu vernichten und Lucardus von Kemet in die Flucht zu schlagen, der es verteidigt hat. Doch zu spät haben wir erkannt, dass all dies nur eine Ablenkung war, eine Falle. Eine fliegende schwarze Festung, ein Stück aus der Stadt Yolgomak selbst, ist durch den Limbus als fliegende Waffe über Werheim aufgetaucht und hat Unelemente entfesselt. Die Truppen, die direkt im Einflussbereich waren, wurden vernichtet. Alle, die weit genug weg waren und das Rückzugssignal gehört haben, sind geflohen. Wie viele verstreut sind, überlebt haben, wissen wir noch nicht. Doch wir wissen, dieser Feind wird auch Gareth angreifen mit dieser Waffe. Und er wird über Gareth direkt auftauchen, höchstwahrscheinlich, sobald er dazu bereit ist. Es ist jetzt an der Zeit herauszufinden, welches Ziel er angreifen wird. Ob er hier auftaucht, über der alten Residenz oder an einer anderen Stelle in der Stadt, die von wichtigerer strategischer Bedeutung ist. Und dann schaue ich zu Iserun, dass sie mehr erzählen kann über diese Wolke. Bei der Wolke handelte es sich um eine manifestierte Form eines unabhängigen oder möglicherweise mit dem 13. verbündeten Dämonen namens Rahastus. Der Dämon oder die Wolke bestand quasi aus dem Dämon und das Zentrum Iserun, der Be wir sprechen diese Namen an diesem Tisch nicht aus. Verzeiht, Euer Spektabilität. Darf ich fortfahren? Ja. Zentrum der Beschwörung war ein Kessel jenseits des Flusses. Dieser wurde ausfindig gemacht und ihre Magnifizenz Rakala von Horsen-Rabenmund begann mit der Entschwörung, unterstützt durch unseren sogenannten Keil des Lichts. Die Entschwörung war erfolgreich, die Wolke wurde vertrieben und ein Großteil der Untoten fiel sofort in sich zusammen. Danach begann jedoch das schändliche Werk der fliegenden Festung, das sich in vier Phasen teilte, die jeweils einem der pervertierten Elemente zugeordnet waren. Es begann mit der Phase der pervertierten Luft, danach folgte die Phase des pervertierten Humus, darauf folgte die Phase des pervertierten Erzes und vermutlich folgte darauf die Phase des Feuers, wobei ich dies nicht persönlich mitbekommen habe. Wir sollten vermutlich zusammentragen, was für Erscheinungen alles in Erfahrung getreten sind, und uns entsprechend vorbereiten auf diese Phasen. Außerdem brauchen wir einen Weg, wie wir auf diese Festung heraufkommen können, wenn sie auftaucht, um sie von innen heraus zu vernichten. Auch scheinbar haben äußere Einflüsse kaum eine Wirkung. Es ist dem Großmeister der Bannstrahler gelungen, mit einem Bannstrahl einen Teil der Festung herauszubrechen, doch nun, das war das Letzte, was wir von ihm gesehen haben. Es gibt allerdings einen Lichtblick. Durch die Finte vor Verheim sind die Truppen des Schwarzen Drachen zumindest temporär erschöpft.
sollten wir in der Lage sein, entweder die gesamte Festung oder zumindest den Erzverräter Galotta eliminieren zu können, sollte uns das eine Öffnung geben, zum Gegenschlag auszuholen. Und zumindest Wehrheim und Apatien zurückzuerobern. Die Festung wurde begleitet von einem ganzen Schwarm aus Karakelen und höchstwahrscheinlich anderen Dämonen. Also müssen wir auch darauf vorbereitet sein. Eine Auflistung von Dämonen wurde von uns zusammengestellt und kann natürlich ergänzt werden. Melvin nickt, legt seine Finger an den Mund. Wir werden kesselweise Waffenbalsam brauchen. Du bist nicht dran, Melvin. Der Reihe nach. Ja, Saldo. Ja, dann wird Bruder Stygoma sprechen. Wir müssen die Friedhöfe schützen, denn unter Gareth liegen mehr Leichen als sonst wo. Wir haben riesige Gewölbe und Katakomben und diese sind teilweise sogar mit der Kanalisation verbunden. Wir haben viele Friedhöfe, aber der größte und wahrscheinlich am vielversprechendsten für den Schwarzen Drachen wird das Boronfeld im Süden sein, mit der großen Garether Nekropole. Dort liegen auch viele Kaiser und Könige bestattet, die als Untote erhoben unglaublich mächtig werden können. Dies muss verhindert werden. Wir müssen den Schwarzen Drachen davon ablenken, dass er sich dort niederlässt und mit einem eigenen Magnum Opus diese erhebt. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Ich war nicht in Wehrheim. Dann wird Saldor Vosslerin jetzt selbst sprechen, nachdem er als letztes an der Reihe ist. Trautmann Kaffe kann überhaupt nichts sagen. Der macht sich so ein bisschen Sorgen um die Bürger und vor allem um seine Fälle und um seinen Handel. Er wird wahrscheinlich demnächst ein bisschen was aufkaufen, denn demnächst wird wahrscheinlich geplündert werden. Also er macht sich da so ein bisschen Sorgen um sich. Das ist also nichts, was da irgendwie hilfreich sein kann. Nee. Wir haben, wie gesagt, die Pläne der Festung lesen können. Es gibt keine normalen Gänge, keine normalen Stadtverzeichnisse, so wie man sie für unsere Bauwerke kennen und benutzen kann, denn die Gewölbe verändern sich, allerdings sind sie mit Schloten und Tunneln verbunden. Wir konnten einige Raumnamen identifizieren, so etwas wie Irrhaltenröhre, Sprungpforte oder die Blutakkumulatoren, Rupturenschächte. Das sagt uns wenig. Wir vermuten, dass in den Irrhaltenröhren die Lufteinheiten stationiert werden und sie von dort aus losgelassen werden. Die Blutakkumulatoren sprechen dafür, dass die Festung mit Blutmagie betrieben wird, was bei dieser Größe auch kein Wunder sein sollte. Ich mache mir nur allerdings darüber Sorgen, wie viel Blut dort benutzt wird. Sie werden also sämtliche Überlebenden, die nicht pulverisiert worden sind, in Wehrheim dazu benutzen und anschließen. Wir müssen unbedingt diese Kammer vernichten, wenn wir dort vordringen können. Vielleicht bringen wir sie dadurch, vielleicht sogar zum Absturz. Es gibt noch schwarze und blaue Risslinien, wir können das später unter Kundigen noch einmal besprechen. Aber da nicht alle anwesend sind, und dabei schaut einmal rügend in Richtung von Isarun, und wir noch andere geladen haben, die nicht hier sind, werde ich das auf andere Tage vertagen. Ansonsten werde ich gemeinsam mit den ehemaligen Schülern von Rakala und den Antimagiern den Himmel von Gareth versiegeln. Der Limbus wird versperrt. Die Festung selber bewegt sich nur sehr, sehr langsam und wir hoffen, dass wir so sehr viel Zeit erkaufen können und sie nicht direkt über der priesterkaiserlichen Noralex-Akrale aus dem Limbus stürzen können. Wir vermuten also, dass sie dann aus der Dämonenbrache kommen wird, denn diesen Limbus können wir nicht versiegeln. Die Matrix ist so sehr zerrüttet und zerrissen, seit Fran dem Blutigen, dass es keinen Sinn macht, dort mit Antimagie zu herumfuhrwerken. Antimagie.
Ansonsten können wir den Radius des Magnum Opus relativ genau mittlerweile auf 5 Meilen Durchmesser anlegen. Das bedeutet, dass wohl, wenn er Galotta über Nadesheim als Ziel sich... Ja, wenn das Ziel die Priesterkaserne Noralexa gerade sein sollte, dann entspricht dies dem gesamten Stadtkern. Wenn er allerdings über dem Villenviertel bzw. über der Stadt des Lichts runtergehen will, dann dürfte Großteile von Gareth verschont bleiben. Wir sind uns auch nicht ganz sicher, welches seiner Ziele wichtiger sein wird. Gareth oder die Verhöhnung von Praios Antlitz. Dies muss noch in kleinerer Runde zu diskutieren sein. Und dabei schaut er einmal sehr strafend in Richtung von Palligan und auch in Richtung von Trautmann Karfink. Gut. Damit leite ich die offene Diskussionsrunde ein, wenn jeder seine Berichte abgegeben hat. Bitte. Es gibt eine Sache, die mich noch sehr beschäftigt, und zwar, was der Drache zuvor getan hat, bevor er oder sie oder es aufgetaucht ist. Denn er kam aus dem Westen und nicht aus dem Osten. Sehr guter Einwand. Das hat nichts mit Verham selbst zu tun, aber wir haben Berichte darüber gehört, dass wohl Angbar zerstört worden ist. Der ganze Berg ist geschmolzen. Der ganze Kosch. Was? Der Kosch ist das kann nicht sein! Der Hochkönig rastet gerade aus, springt auf und starrt wutentbrannt Saldor Fosnerin an, als ob er irgendwas für könnte. Das kann nicht sein! Alagrim! Hat er den Alagrim befreit? In also, was, Albrax? So sieht es aus. Der Alagrim! Was ist das? Wir haben vor tausenden von Jahren haben wir Pyrdakor selbst das Feuer entrissen. Das magische Drachenfeuer. Es brennt so heiß, dass wir es unterirdisch eingesperrt haben in tropfenden Höhlen. Wir haben es weggesperrt. Die ewige Wacht. Seit tausenden von Jahren. Und jetzt ist der Kosch geschmolzen, Angbar. Nein! Was, Pyrdrakor? Der Achasgott? Nenn ihn nicht Gott, Junge. Der güldene Drache. Nennen wir ihn den güldenen Drachen, das was er ist. Er hat vor vielen tausenden von Jahren hat er die Welt unterjocht, bis wir ihn aufgehalten haben. Was ist die Natur dieses Alagrim? Es brennt so heiß. Es brennt sich Löcher in die Niederhöhlen. Drachenfeuer. Es zerreißt die Sphären. Es ist heißer als normales Feuer. Und jetzt hat es sich Rassasor unter den Nagel gerissen. Angbar vernichtet! Nein! Warte erstmal, bis er sich wieder beruhigt hat. Ja. Die Reichsbilderin und ihre direkte Nachfolgerin sind tot. Und wie ich informiert bin, ist der junge Selindia der nächste in der Thronfolge und weilt aber derzeit außerhalb unserer Reichweite. Wir müssen dem Volk einen legitimen Anführer präsentieren können. Rondrigan hebt gerade seine Hand, als ob er dich um Erlaubnis fragt zu sprechen. Ich halte deine Hände und nick ihm mal knapp zu. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch eine Rolle spielt, aber Rohaya war schwanger. Dann bitten wir die gütige Mutter Zar darum, dass sie ihr auch nach dem Tod noch ihren Segen zuteil werden lässt. Wir müssen dem Volk einen legitimen Anführer präsentieren. Jemand in der Lage ist, die ganze Sache zusammenzuhalten. Wenn der junge Selindian, wie ich bereits sagte, außerhalb unserer Reichweite weilt, muss ein Regent benannt werden. Eure Erlaucht, Palligan, wenn ich mich nicht
gar irre, feststellen muss, seid ihr der ranghöchste Adlige im Saal. Ich bin der Bürgermeister hier. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann, naja, Selindian ist doch, glaube ich, noch 16, oder? Dann sollte er ja noch nicht regierungsfähig sein. Ich glaube, dass man als Bürgermeister... Halt die Schnauze, Gavink! Halt die verdammte Schnauze! Ich signalisiere ihm so, ohne Worte auszusprechen, danke. Jetzt erhebt sich auch mal Thorn Eisinger mit seinen riesigen Händen, lehnt sich so ein bisschen über den Tisch, schaut da mal so rüber zu Garfink. Ich glaube, es wäre das Beste, wenn Trautmann, wenn du gehst und irgendwelche Dinge geh mal in deinen Lagerhäusern nachsehen, ob wir genug Essen haben. Der guckt so ein bisschen von links nach rechts, verwirrt. Muss ich hier nicht... Nein! Raus! Ja, damit wird Trautmann Garfink auch entlassen aus dem Rat der Helden und geht. So, verzeiht. Thorn Eisinger blickt wieder zu dir rüber, Jarlan. Was wolltet ihr sagen? So wie ich das sehe, ist es wohl in Pyres Sinne, wenn dein Erlacht Polygon Interimsregent wird. Während Trautmann Garfink gerade die Tür aufmacht und sie wohl wieder hinter sich verschließen will, könnt ihr sehen, wie sie weiter aufgestoßen wird und Rafim und Abelmir reintreten. Gemeinsam mit Ömer. Ich hab dir doch gesagt, wir müssen hier rum und nicht rechts rum. Und ich rechts rum? Ah, da seid ihr ja. Iseron? Hab ich was verpasst? Wenn ihr von mir zum Oberst ernannt werden wollt, dann muss das besser klappen. Bringt eurer Bande Disziplin bei. Ich bemühe mich, Oberst Bregdabilitas. Gucke Rafim böse an. Ja, der ignoriert das, geht zum Zwergenkönig. Ah, oh, euch geht's wieder gut. Ja, das freut mich aber. Also du siehst, wie er schwer bandagiert ist. Dann geht's ihm wirklich gerade nicht so ganz gut, aber sein Kopf ist hochrot. Kannst du dann trotz des vielen Bartes erkennen. Ah, Rafim, schön, dass du hier bist. Setz dich, setz dich. Ja, warte, ich zieh mir mal einen Stuhl ran und ich setz mich direkt einfach neben den Zwergenkönig. Ja. Er schiebt dir so ein bisschen was von seinem Bierkrug rüber. Ah, oh, sehr gut, sehr gut. Hab ich irgendwas verpasst? Ja. Angbar ist gefallen. Aber das ist doch ganz woanders, oder? Schnauze! Zu der Frage der Regentschaft zurückkehrend. Da gibt es auch noch zu bedenken, was die Pläne sein könnten von Anziehen von Rabenmund. Der Reichsverräter. Da ließ sich auf dem Mithraelsfeld nicht blicken. Wir müssen entsprechend annehmen, dass unsere Befürchtungen sich bewahrheiten. Er gab uns Versicherung, dass er zusammen mit seinen Truppen dem Feind in den Rücken fallen wird. Und nun hat uns versichert, dass, sollte die Reichsregentin fallen, es nach seinen Worten noch einen Thronfolger geben muss, der nicht in Gefahr ist. Umso wichtiger, dass wir einen legitimen Regenten aufstellen. Verzeiht mir, Melvin, schaut einmal zu euch rüber. Verzeiht mir, wer genau weiß davon, dass Rohaya gefallen ist? Die Anwesenden? Sonst keiner? Einige der Verwundeten und Wachenden auf Burg Auralit, die mittlerweile abgezogen sein dürften, und die Brauerskirche selbstverständlich. Wir haben den meisten Leuten auf Auralit erzählt, dass sie verschollen ist. Verschollen? Mir kommt gerade eine... keine Panikursache. Also hat es auch verschollen. Mir kommt gerade eine... Nun ja, vielleicht sehr fexgefällige Idee, auch wenn sie nicht ganz... Wir müssen vielleicht etwas unkonventionell denken, aber... Rohaya hat eine Zwillingsschwester, die ihr gleicht. Ihr denkt doch wohl nicht. Dann nehmen wir doch die. Die sieht doch bestimmt genauso aus. Hochstapelei. Das wäre eine sehr... Ich würde es nicht als Hochstapelei bezeichnen, wenn wir eine Notlüge benutzen, um das Reich zu retten. Allein, die Idee, genau die. Allein diese Idee darf diesen Raum nicht verlassen. Aber wenn die doch ihre Zwillingsschwester ist, dann kann die doch erben. Dann rufen wir einfach die aus, wie auch immer die heißt. Zumindest sollte es einmal diskutiert werden, ob sich Hippolyta von Garrett eignet. Immerhin ist sie ihr aus dem Gesicht geschnitten. Wo ist sie jetzt?
Sie sitzt im Bornland und wird dort gerade ausgebildet. Er setzt das mal in Gänsefüßchen. Ausgebildet. Bornland. Es ist ganz und gar ausgeschlossen, dass eine solche Lüge auf dem Greifenthron Platz nehmen wird. Hier gebe ich Ansfried persönlich die Krone in die Hand. Nun, sie muss nicht auf dem Greifenthron sitzen, doch wenn wir dem Volk versichern, dass es eine Nachfolgerin gibt und dass sie außer Reichweite ist und deswegen nicht hier ist, wir können unsere Zeit erkaufen, eine große Panik verhindern und mehr Leute retten, ein Banner erstellen, worum sich die Leute scharen können, bis wir die Zeit und den Luxus haben, uns wirklich Gedanken über eine Nachfolge zu machen. Garino, es gibt einen Nachfolger, der sicher und außer Reichweite ist, und er weilt in Puni. Aber auch nur, wenn wir offen zugeben, dass Rohaya gefallen ist. Genau, wenn wir weiterhin behaupten, dass Rohaya nicht tot ist. Nun, sie hat einen höheren Anspruch als er. Aktuell ist einfach wohl Leuten noch scheißegal. Aktuell hat sie wohl gar keinen. Aus. Aber ja, ihr habt recht. Hätte sie damals nicht nach der Krone versucht zu greifen und wäre dann verbannt worden, dann wäre sie die nächstmögliche Nachfolgerin. Es geht auch gar nicht darum, dass wir Hippolyta als Kaiserin ausrufen, sondern nur darum, ein Schauspiel zu wagen. Das ist eine Täuschung der allerübelsten Sorte. Das sehe ich auch so. Das kann auf keinen Fall so gemacht werden. Selbst wenn uns das etwas Zeit erkauft, auf lange Sicht bringt das nur größere Probleme. Irgendwann wird die Wahrheit ans Licht kommen. Nun, und dann, wenn es erst ans Licht kommt, nachdem die Festung gefallen ist und nachdem wir alle überlebt haben, bin ich durchaus gewillt, dieses Risiko einzugehen. Ich halte die Garretta nicht für schwächlich. Ich halte die Garretta nicht für so schwächlich, dass sie auf die Anwesenheit einer Monarchin angewiesen sind, um ihre Stadt zu verteidigen. Melvin, ich habe dieses Schauspiel mit dem Zwillingaustauschen schon einmal gemacht. Das wird nicht noch einmal passieren, solange ich Spektabilität Primus bin. Können wir nicht einfach diesen Selindian Hal ausrufen? Der ist doch irgendwo und hat ja nicht einen Anspruch. So ist es. Er ist allerdings nicht hier. Das ist doch egal. Außerdem nicht alt genug. Dann rufen wir ihn aus und setzen einen Regenten ein. Keine Ahnung, wie macht ihr das denn sonst? Darüber sprechen wir gerade. Genau darüber. Ja, findet halt jemanden. Gibt's hier keinen Prioten, der das machen möchte? Ihr habt doch hier diesen Typen von dem Licht da, Boten. Könnt ihr das doch machen? Es ist der Wille Rohals des Weisen, dass Priester nicht regieren dürfen. Ja, keine Ahnung. Gibt's hier keinen irgendwie wichtigen, der das machen könnte? Das hat ich deute einfach immer eindeutiger Richtung Fallinger an. In der Hoffnung, dass das irgendwann schnallt. Das hat Fran einmal geschafft und das hat Hela einmal versucht. Wir trennen Priester und Kaiser. Was haltet ihr davon? Wir setzen diesen Selindian Hal ein und als Regenten nehmen wir den Zwergenkönig. Auf ihm, Schnauze. Finde ich dir gut. Mit 16 darf er tatsächlich noch nicht regieren. Wir stehen Einwände dagegen, dass seine Erlauch Polygon die Interimsregentschaft übernimmt. Ich? Warum ich? Ihr seid der Markgraf von Perikum. Ihr seid der Leiter der KGIA. Ihr seid Reichsgroßgeheimrat. Wenn jemand befähigt und berechtigt ist, dann wohl ihr. Ich habe das Amt erst vor nicht einmal einem Jahr von Nimrod übernommen. Ich bin allein mit der KGA schon etwas. Nein, ich bin nicht überfordert, aber. Ausgelastet. Ausgelastet. Danke, ausgelastet. Irgendwer muss die KGA führen. Ich kann nicht in die Fußstapfen von. Dann zieht Angbruch aus seiner Versenkung. Begnadigt ihn und lasst ihn das machen. Reißt euch zusammen, Mann! Wir alle müssen mehr leisten, als wir können. Dann beißt sich etwas auf die Zunge, als er merkt, wen er gerade angefaucht hat. Also, Rafim, dein Vorschlag kann nähern, aber ich muss meine Zwerge schon alle unter einem Chef halten. Ich kann nicht auch noch ein Menschenkönigreich regieren. Ja, aber das wäre sowieso nur 2 Jahre oder so. Ich meine, 2 Jahre.
Das ist ja nix. Der Angbar steht in Flammen. Ah, scheiße. Das war ich werde Gareth noch schleimer retten und dann, wenn ich Gareth gerettet habe, dann muss ich Angbar aufbauen. Ich habe alle Hände voll zu tun. Ich denke, das ist nicht der Moment, euch die Möglichkeit anzubieten, sich dem Alanfanischen Reich zu unterwerfen. Schnauze! Ich habe vermutet, dass das nicht der Moment ist. Ich wollte es nur mal angeboten haben. Thorneisinger hebt sich wieder. Also gut, dann... Zurzeit sind wir diejenigen, die hier mitwirken können. Was haltet ihr davon, wenn wir, solange Selindia nicht regieren darf und kann, vielleicht könnten wir die Gesetze dahingehend auch noch einmal ändern. Schaut da mal rüber zu Melvin und auch zu, ja wohl, Saldor, weil der mit der meisten Autorität gerade hier noch hat. Könnten wir als Rat der Helden weiter fungieren und versuchen, Gareth zu lenken? Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob Trautmann Carfink dafür geeignet ist, aber... Das Reich kommissarisch verwalten. Würde der Verantwortung... Weiß ja nicht. Sicher schlagt ihr nicht vor, das gesamte Reich durch einen Rat regieren zu lassen. Und das Reich beschränkt sich derzeit auf Gareth. Alles andere ist unwichtig. Vielleicht sollten wir die Frage der Regentschaft nach dieser Schlacht entscheiden. Und wer regiert bis dahin? Nun, der Rat der Helden. Brauchen wir eine Regentschaft in dieser Zeit? Fakt ist, dass wir nicht wissen, was mit Rohaya geschehen ist, obwohl natürlich die Indizien dafür sprechen, dass sie nicht mehr unter uns weilt. Aber wo es keine Leiche gibt, muss man auch noch nicht sofort einen Nachfolger ausrufen. Gerade jetzt. Das allgemeine Volk muss es nicht wissen. Irgendjemand muss das Reich und die Stadt zusammenhalten. Vor allem nachdem Galotta gefallen ist. Es wird immer noch unzählige Untote geben. Ich denke, zuerst muss Galotta fallen. Provinzen werden sich selber regieren können. Oh, das hätten die gerne. Ich habe eine Frage. Thorn Eisinger äußert sich wieder. Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Ihr, Isarun, habt die Wolke vernichtet. Können jetzt eigentlich noch Untote kommen? Also klar, da gibt es jetzt diesen großen schwarzen Drachen, der vielleicht unsere alten Könige wieder auferstehen lässt. Aber schaut doch mal so ein bisschen entschuldigend zu Stygo mal rüber. Aber was ist mit den anderen Untoten vom Schlachtfeld? Reisen die dann auch mit, oder? Ein Großteil der Untoten wurde vernichtet durch das Sonnenlicht. Untote können im Sonnenlicht nicht bestehen. Natürlich kann aber der schwarze Drache weitere Untote ausheben. Und wenn erneut etwas beschworen würde, dass das Licht aufhält, naja, könnte es natürlich dazu kommen, dass auch in Gareth die Untoten wandeln. Allerdings denke ich, dass die schwarze Festung sie mitnehmen wird. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass noch einmal eine Beschwörung dieser Art durchgeführt werden kann. Anscheinend konnte ja dieser Kessel nicht innerhalb der schwarzen Festung transportiert werden, sonst hätten sie das getan, wo er besser geschützt wäre. Deswegen scheint er über Land transportiert werden zu müssen und, naja, er ist vernichtet. So, das heißt, wenn ich das richtig sehe, kommen die Untoten aus dem Norden und die Festung dazu aus dem Süden, unabhängig voneinander, dann aus diesem Limbo? Limbos.